Hallo Freunde, hallo YouTube, hier ist wieder euer Hans, heute mit einem kleinen Infovideo und heute möchte ich euch gerne zeigen, was das nächste Xbox Update alles beinhalten wird. Eine Neuerung davon wird sein, dass ihr ab sofort Emojis auch auf der Xbox One haben werdet. Das heißt, in Textnachrichten oder auch im Partychat könnt ihr diese dann verwenden. Wo sich die Emojis verstecken, das zeige ich euch jetzt. Um an die Emojis zu gelangen, müsst ihr nur zweimal LT drücken und schon seid ihr auf der Emoji-Seite und könnt euch hier mit über 340 Emojis austoben. Damit ihr an alle Emojis gelangt, müsst ihr nur auf der jeweiligen Taste diese A gedrückt halten und schon werden euch weitere Emojis eingeblendet, die ihr dann verwenden könnt. So viel zu den Emojis. Eine weitere große Neuerung sind die Clubs. Sogenannte Gruppen können hier nun erstellt werden von euch selber. Jeder kann drei Gruppen selbst erstellen, diese dann auch komplett verwalten und ihr könnt auch anderen Gruppen beitreten. Ich habe schon eine Hans Community Gruppe gegründet, der ihr alle beitreten könnt, wo ich euch mit allen Infos öfter mal versorgen werde. Die Einstellungen zu diesen jeweiligen Gruppen werde ich euch in einem Tutorial extra zeigen. Ihr könnt nicht nur eigene Gruppen erstellen und diese verwalten, nein, ihr könnt sogar jede Menge anderen Gruppen suchen und denen beitreten und somit euch immer auf dem Laufenden halten. Noch ein paar kleine Anmerkungen zu diesem Update. Solltest du im Preview-Programm sein und das Update noch nicht haben, dieses wird ebenfalls in Wellen ausgerollt, also kann es sein, dass du hier etwas warten musst, aber auch du wirst auf jeden Fall das neue Update erhalten. Ein genaues Release-Datum kann ich euch zu diesem Update nicht nennen, für alle, die nicht im Preview-Programm sind. Ich gehe aber anhand des Datums davon aus, dass es im Oktober erscheinen wird. Ich hoffe, diese kleine Info war für dich wieder einmal hilfreich. Wenn dem so ist, lass mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniere meinen Kanal, um keins meiner weiteren Videos zu verpassen. Solltet ihr dennoch Fragen haben zum Preview-Programm oder auch zu diesem Update, dann einfach damit in die Videokommentare. Und mir bleibt nur wieder eins zu sagen. Ich danke fürs Zuschauen, euer Hans ist raus. Cheers!